Guten Morgen allerseits. Der Herr Jesus Christus segne euch alle. Ja, heute geht es um ein etwas komplexeres Thema. Es geht um die Dreieinigkeit. Und ja, bei der Dreieinigkeit, da gibt es ja verschiedene Ansichten dazu. Die Moslems sagen, das gibt es überhaupt nicht. Die Christen glauben an drei verschiedene Götter. Dann die Zeugen Jehovas, die sagen, das gibt es auch nicht, Gott ist nur ein Gott. Und ja, man findet in der Bibel verschiedene Bibelverse und die Frage ist jetzt, okay, was ist denn die Wahrheit? Im Englischen gibt es ein Sprichwort, grob auf Deutsch übersetzt, sagt es, versuchen Sie die Dreieinigkeit zu erklären und Sie werden den Verstand verlieren. Versuchen Sie die Dreieinigkeit zu verleugnen und Sie werden Ihre Seele verlieren. Ja, es ist komplex, weil in unserem Kopf geht das nicht. Unsere Mathematik ist entweder 1 oder 3, aber 1 gleich 3 gleich 1, das gibt es nicht in unserer Mathematik. Und in der Bibel ist es aber trotzdem wahr. Genau, wichtig ist, dass wir wissen, wir glauben nicht an drei verschiedene Götter. Wir glauben auch nicht an einen Gott, der drei verschiedene Masken anzieht, sondern wir glauben an einen Gott, der hat drei Personen. Und ja, wir schauen uns erstmal Verse an zu dem Thema, dass Gott einer ist. Damit fangen wir an. Es wird ein kleiner Versemarathon, aber mit dem Beamer schaffen wir das. 5. Mose 6, Vers 4. In 5. Mose 6, Vers 4, ich meine, das ist auch das Schma Israel, da lesen wir, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Also nicht drei, nicht fünf, auch nicht zehn, sondern einer. Wichtig ist, dass man im Hinterkopf behält, zu der Zeit, wo Gott sich den Israeliten offenbart hat, gab es in den Heidenvölkern ja ganz viele verschiedene Religionen und die meisten Religionen, die haben sich mit einem Gott gar nicht abgefunden. Die haben sich gleich 10 oder 20 Götter genommen und gleich für jedes Thema einen Gott. Einen für die Fruchtbarkeit, einen für den Krieg, einen für die Nachkommenschaft, was auch immer. Und Gott macht ganz klar, nein, wir sind nicht ein Team von 20 verschiedenen Göttern, die sich ihre Aufgaben aufgeteilt haben, sondern der Herr ist ein Gott. Genau, in Jesaja 45, 5 bis 7 lesen wir, ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Und wieder zeigt Gott, okay, es ist ein Schöpfer. Es ist auch nicht so, wie manche denken, okay, auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite des Tisches ist Satan und dann machen sie Armdrücken, mal gewinnt Gott, mal gewinnt Satan, sondern es ist tatsächlich der eine Gott und der Rest ist Schöpfung. Und das ist das Schöne, dass wir das wissen dürfen, denn auf ihn dürfen wir vertrauen und das Gute ist, er meint es gut mit uns. Er ist gut. Was hätten wir für ein Problem, wenn der allmächtige Gott böse wäre, dann wäre jetzt schon Hölle auf Erden. Aber gut zu wissen ist, er ist gut und er hat einen guten Plan mit uns. Ja, wir sehen aber auch schon in der Bibel, es fängt schon im ersten Kapitel der Bibel an, dass Gott von sich selbst in der Mehrzahl spricht. 1. Mose 1, 26 bis 27 lesen wir, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Herrn,
Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also wir lesen auf der einen Seite, Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Ich habe schon gehört, ja, bestimmt sagt er das zu seinen Engeln und dann haben sie sich da irgendwie zusammengetan beim Schöpfen. Aber Jesus, Gott sagt ja hier, nach unserem Bild. Und wenn wir in Vers 27 schauen, steht da nicht nach dem Bild Gottes und der Engel, sondern nach Gottes Bild schuf er sie. Also es ist nur Gott derjenige, der den Menschen geschaffen hat und er hat ihn auch nur nach Gottes Ebenbild geschaffen. Trotzdem spricht er hier in der Mehrzahl von sich selber. Ja, in 1. Mose 35, Vers 7 ist auch eine weitere Stelle davon. Da steht, da baute er dort ein Altar und nannte den Ort El Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Da geht es gerade um Jakob und er hat einen Altar gebaut, weil Gott sich ihm dort offenbart hatte. Wenn man jetzt in das Hebräische schaut, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, dann sieht man, dass dieses geoffenbart hatte, dass das ein Pluralverb ist, dass das kein Singular ist. Und auch hier sehen wir wieder, dass Gott von sich selbst in seinem Wort im Plural redet. Wir kennen ja auch die bekannte Stelle, wo Gott sagt, oh, die Menschen wollen einen Turmbau zu Babel bauen. Lasst uns herabfahren und schauen, was die da unten treiben. Und das kennen wir ja aus mehreren Stellen, dass Gott von sich selber im Plural spricht. Ja, das klingt ja schon widersprüchlich. Auf der einen Seite spricht er von sich selbst im Plural, auf der anderen Seite sagt er, Gott ist nur einer. Wie kriegen wir das zusammen? Ja, ich gehe jetzt die verschiedenen Personen durch, einmal den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und wir werden beobachten, dass alle drei Personen alle Gott sind. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir irgendwie die mathematische Formel herausfinden und am Ende mit einer so langen Formel und so einer vollen Tafel nach Hause gehen und sagen können, so, jetzt kann ich es mathematisch erklären. Wir brauchen auch gar nicht anfangen mit Beispielen. Die Beispiele hinken alle miteinander. Aber für uns gilt, was steht in der Bibel? Und nimm es im Glauben an. Das ist für uns eigentlich das Wichtigste. Und ja, fangen wir an mit Gott, dem Vater. Dass der Vater Gott ist, daran zweifelt wahrscheinlich keiner. Ich glaube, nicht einmal die Sekten zweifeln daran. Trotzdem habe ich einfach einen Vers mitgebracht, um das zu belegen. Das steht in Jakobus 3, Vers 9 bis 10. Mit ihr, also mit der Zunge, loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht das Loben und das Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Also Gott, der Vater, ist Gott. Genau, wir schauen jetzt ein paar Eigenschaften oder Vollkommenheiten Gottes an. Das sehen wir zum Beispiel eine Eigenschaft in Jakobus 1, Vers 17. Da steht: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also Gott, der Vater, ist unveränderlich und er bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das Schöne ist, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen, dass Gott irgendwelche willkürlichen Entscheidungen treffen würde oder dass er sich uns gegenüber irgendwie verändern würde. Das zeigt, er ist sehr, sehr zuverlässig, weil er verändert sich nicht im Gegensatz zu uns oder unserer Gesellschaft, die sich in den letzten 50 Jahren ja tausendmal verändert hat. Aber er hat es gar nicht nötig, sich zu verändern. Das ist ja das Schöne. Er ist perfekt, er ist vollkommen. Warum sollte er sich dann verändern, wenn er schon vollkommen ist? In Psalm 46, Vers 7, da lesen wir, die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Gott ist souverän. Da können die Völker toben und machen, was sie wollen auf der winzigen Erde, in diesem großen Universum. Aber wenn Gott seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Gott hat alle Macht
Und er ist immer auf der Siegerseite. Wenn Gott auf der einen Seite ist und die ganze Schöpfung auf der anderen Seite und sie wollt miteinander Krieg führen, da ist nichts zu wollen. Gott ist der Schöpfer und er hat alle Macht. Und ihm gegenüber können wir nichts ausrichten. Auf der Kehrseite ist es dann von Vorteil, wenn wir Gott auf unserer Seite wissen, wie der David, der dem Goliath gegenüberstand und der Goliath dachte, das ist doch wie ein toter Hund, der sich dagegen mich aufbäumt. Aber nein, der David sagt, er kommt mit dem Herrn und im Namen des Herrn. Und Gott war auf seiner Seite und er konnte eine kleine Steinschleuder einen gewaltigen Riesen zu Fall bringen. Mit ihm haben wir es zu tun. Eine dritte Eigenschaft sehen wir in Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Auf der einen Seite ist er souverän, das heißt, er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Der Souverän, das ist der Allerhöchste. Es gibt keinen Höchsten über ihn, es gibt keinen, der ihn irgendwie zur Rechenschaft ziehen würde. Und Gott ist dieser Souveräne. Und er braucht auch niemanden irgendwie zu erklären, warum er was gemacht hat oder wie er mit seiner Schöpfung umzugehen hat. Es ist alles sein Besitz und er darf von Rechts wegen her machen mit seinem Besitz, was er will. Und er hat alle Macht, er kann auch alles machen, was er will. Wenn wir dann in die Bibel schauen und sehen, da sind ja so viele Wunder in der Bibel und sagen, also das kann ich nicht glauben. In meinem Leben habe ich ja noch nie gesehen, dass sich eine Pfütze gespalten hat, geschweige denn das Rote Meer. Ich glaube das nicht. Also ich glaube nur, was ich sehe. Aber wir haben hier mit dem Schöpfer zu tun und der Schöpfer, der kann alles. Und das sehen wir, der Schöpfer, der macht sich auch gar keine Sorgen, dass er irgendwie unglaubwürdig werden würde, wenn er zu gewaltige Wunder tut. Er tut sie einfach. Und zeigt uns damit, dass wir hier mit dem Schöpfer, mit dem Administrator, wenn man so will, zu tun haben, dem, der alle Rechte hat und dem, der alles tun kann. Und wenn er auf dem Wasser gehen will, dann geht er auf dem Wasser. Und wenn er einen Sturm mit Worten stillen will, dann stillt er einen Sturm mit Worten. Und wenn er einen Gelähmten oder einen Krüppel heilen will, dann stört es ihn gar nicht, ihm ein zweites Bein zu geben oder ihn komplett zu heilen. Gott kann alles und das ist das Gute. Und wenn, wir lesen sogar im Alten Testament, da führte ein Volk mit dem anderen Krieg, Gott ließ einfach Steine aus dem Himmel regnen. Und da starben mehr Leute von dem gegnerischen Volk durch die Steine, als durch die Macht, die Kriegsmacht des angreifenden Volkes. Gott kann es einfach. Und wenn er irgendetwas ankündigt, dann dürfen wir ihm auch vertrauen. Er wird es garantiert durchziehen. Und in der Bibel lesen wir schon von, ich glaube, 3000 erfüllten Prophetien. Der Dr. Roger Libby, der hat ein Buch drüber geschrieben, da kann man es im Detail nachlesen, wie viele Prophetien sich schon erfüllt haben. Gott kann. Einige göttliche Taten des Vaters. In Offenbarung 4, Vers 11 lesen wir, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also Gott, der Vater, ist der Schöpfer, wie ich schon angemerkt habe. Und das hat er getan und zeigt damit, dass er Gott ist. Auch in Psalm 96 wunderbar zu lesen. In Johannes 20, Vers 21 lesen wir, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Also Gott, der Vater, hat den Herrn Jesus Christus gesandt. Das kann auch keiner von uns tun. Keiner von uns hat Jesus gesandt. Kein Engel hat Jesus gesandt. Das Recht hat nur der Vater. Und das hat er auch getan. So, jetzt zu einem spannenderen Thema, weil da herrscht sehr viel mehr Diskussion drüber. Von daher spannender für Leute, die aus solchen Diskussionen herauskommen. Ich habe mal so eine Diskussion geführt über die Gottheit Jesu Christi und war danach echt erschüttert, weil bisher hatte ich mich einfach nie damit auseinandergesetzt vor der Diskussion. Für mich war es immer klar, natürlich, Jesus Christus ist Gott. Gar keine Diskussion, aber dann gingen wir von Vers zu Vers und dann
war ich echt erschüttert und richtig fix und fertig nach der Diskussion. Hab gebetet, Gott, bitte hilf mir, das zu verstehen, dass Jesus wirklich Gott ist. Ich glaub's ja, aber schenk mir bitte schriftliche Beweise dafür. Und Gott hat zuhauf schriftliche Beweise in der Bibel, die zeigen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und ihr glaubt nicht, welch eine Erlösung das war, zu wissen, okay, doch, ich habe nicht irgendwie den Verstand verloren, Jesus Christus ist wirklich Gottes Sohn und ich habe nicht mein Leben lang falsch geglaubt. Und das ist einfach ein großer Trost. In Matthäus 1, 21 bis 23, da ist Jesus Christus noch nicht geboren, da spricht der Engel zu dem Josef. Und er spricht in Matthäus 1, 21 bis 23, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus von Jeschua bedeutet, der Herr ist Rettung. Doch es geht weiter. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott mit uns. Also deutlicher geht es kaum. Da haben wir es schwarz auf weiß direkt vor uns stehen. Der Herr Jesus Christus ist dieser Immanuel und da haben wir Gott auf der Erde wandeln in Christus. Außerdem steht da ja eben, die Jungfrau wird schwanger werden. Das heißt, wenn da irgendwelche behaupten, Gott habe irgendwie geschlechtlichen Umgang mit Maria gehabt, das stimmt nicht. Ganz klar, sie war Jungfrau zum Zeitpunkt der Geburt. Dann lesen wir in Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ganz, ganz bekannte Verheißung. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Also von Christus ist die Rede, selbst der Mann, mit dem ich damals über Jesu Christi Gottheit diskutiert hatte, konnte nicht verleugnen, dass hier von Christus die Rede ist. Und einer seiner Namen ist starker Gott und einer seiner Namen ist ewig Vater. Mathematisch kriegen wir das vielleicht nicht zusammen. Aber wenn Jesus Christus sagt, ich und der Vater sind eins, dann dürfen wir das glauben. Wir brauchen es nicht logisch nachzuvollziehen, aber wir dürfen es glauben. Es gibt viele Dinge, die wir nicht logisch nachvollziehen. Ich kann vielleicht auch nicht informatisch nachvollziehen, warum der Bruder Mario in seinem Auto mit Namen begrüßt wird. Ich kann nicht sagen, welche informatischen Formeln dafür benutzt worden sind, aber ich beobachte es und ich glaube, es ist okay. Das Auto hat irgendwie gemerkt, der Bruder Mario kommt in sein Auto und ganz vieles in unserer Umgebung verstehen wir nicht. Auch die Erdanziehungskraft verstehen wir vielleicht nicht im allerkleinsten Detail. Sie funktioniert. Wir glauben daran, dass ich morgen nicht einfach durch die Gegend schwebe und dass ich mir da keine Sorgen machen muss, mich irgendwo anzubinden. Und genauso ist es mit der Gottheit Jesu Christi. Wir dürfen es einfach im Glauben annehmen. Ja. Ich überspringe mal was. Genau. Eine der wichtigsten Sachen noch, dass wir wirklich sehen, okay, Jesus Christus ist Jahwe. Da sehen wir, können wir erstmal 2. Mose 3, Vers 13 bis 14 aufschlagen, wo Gott sich dem Mose gegenüber als Jahwe geoffenbart hat. 2. Mose 3, Vers 13 bis 14. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Für uns ein sehr, sehr, sehr tröstlicher Name. Erstens, er existiert. Zweitens, er ist nicht geschaffen worden.
das einzige Wesen, was nicht geschaffen worden ist, sondern das einzige Wesen, was von Ewigkeit zu Ewigkeit immer existiert hat und existieren wird, niemals aufhören wird zu existieren. Und er wird sich nicht verändern. Das steckt auch noch in dem Namen drin. Und ich bin, der hat den Mose zu seinem Volk gesandt. Jetzt können wir ins Neue Testament springen, in Johannes 8. Johannes ist generell ein Feuerwerk an Offenbarung über die Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Johannes 8, Vers 24 lesen wir: Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da könnte man jetzt vielleicht streiten, okay, was meint er hier mit, dass ich es bin? Und ich glaube, das Volk hat es auch noch nicht direkt verstanden. Die haben ihn dann gefragt, ja, wer bist du denn? Und dann ja, zuerst das, was ich eben sagte, das bin ich. Noch haben sie nicht die Steine in die Hand genommen. Aber wenn wir im gleichen Kapitel ans Ende des Kapitels gehen, ab Vers 57, Johannes 8, Vers 57 und folgende, da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen? Und Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und jetzt ist der Groschen gefallen. Da hoben sie die Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus mitten durch sie hindurch und entkam so. Es war noch nicht die Zeit, dass Jesus Christus gesteinigt würde. Es war auch nicht die Zeit, dass er sterben würde. Und weil er es kann, er ist einfach mitten durch sie hindurchgegangen. Und hier sehen wir, ehe Abraham war, bin ich. Also grammatisch ist das nicht richtig. Es wird ja heißen, ehe Abraham war, war ich. Aber Gott, der hat ja die Sprachen erfunden. Er wird schon wissen, wann er wie redet. Also wird es irgendeinen Hintergrund haben. Es wird auch einen Hintergrund haben, dass die Juden da die Steine aufgehoben haben. Und der Hintergrund ist das, was wir gerade gesehen haben im Alten Testament. Der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Und hier sagt Jesus Christus, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin derjenige, der sich damals dem Mose geoffenbart hat. Jesus Christus ist Jahwe. Ja, auch bei Jesus schauen wir uns ein paar göttliche Vollkommenheiten, Eigenschaften an. In Hebräer 13, Vers 8, der sehr bekannte Vers: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Ich hatte meine Patientin bei uns, deren Mutter ist, glaube ich, noch durch den Krieg gegangen. Und die hat viel gebetet. Und dann, ich meine, das war in Gießen irgendwo, war alles zerbombt gewesen. Und sie kam dann raus aus dem Bunker und fragte sich ja, woran soll ich mich denn jetzt noch festhalten? Alles ist kaputt gegangen. Und dann hat sie gesehen, von einer Kirche war alles kaputt gegangen, aber ein Torbogen war noch stehen geblieben und darauf stand: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann konnte sie nochmal Mut fassen und auf ihn sein Vertrauen setzen, denn er ist die Konstante, die immer steht, auch wenn alles andere fällt und wackelt. In Matthäus 28, Vers 18, da lesen wir die bekannten Worte Jesu. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, wenn Jesus Christus nicht Gott ist, warum trifft er dann solche Aussagen? Wenn er ein Prophet wäre, nur ein Prophet wäre, er würde doch nicht ständig lügen, oder? Und wenn er die Wahrheit spricht, dann ist er wohl mehr als ein Prophet. Und Jesus sagt: Alle Macht ist ihm gegeben im Himmel und auf Erden. Und das ist gut zu wissen, denn das ist im direkten Zusammenhang mit dem Missionsbefehl. Wenn wir auf die Straße gehen, dürfen wir wissen, derjenige ist bei uns alle Tage bis an der Weltende, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ja, in Lukas 5 ist auch eine herrliche Stelle. Lukas 5, 20 bis 23, die Geschichte mit dem Gelähmten, der durchs Dach heruntergelassen worden ist.
Lukas 5, Abvers 20 bis 23. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Und dann geht's weiter. Das habe ich jetzt nicht hier vorliegen, aber ihr habt es vorliegen. Und damit wir wissen, dass er die Macht hat, die Sünden zu vergeben, da hat er es einfach ausgesprochen. Und der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging nach Hause. Und hier sehen wir gleich mehrere Sachen. Erstens, Jesus Christus kannte ihre Gedanken. Er konnte in ihre Herzen schauen. Er wusste genau Bescheid, was sie dachten. Und in Psalm 139 steht das, wie David sagt: Du Gott, du kennst alle meine Gedanken. Also du Gott, du kennst schon das Wort, bevor ich es ausspreche. Und hier sehen wir, der Herr Jesus Christus, der kennt auch die Gedanken. Und noch viel mehr, er hat bewiesen, dass er auch die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Und das ist auch wunderbar zu wissen für uns. Wenn wir uns an Christus wenden, sind wir bei der richtigen Adresse, wenn es darum geht, dass wir Sündenvergebung haben möchten. Ja, einige göttliche Taten Gottes des Sohnes. In Johannes 10, 28 sagt er: Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also Jesus Christus gibt ewiges Leben. Hebräer 1 kann sich jeder aufschreiben, der ja ein wahres Feuerwerk über die Gottheit Jesu lesen möchte. Da habe ich bisher noch keinen Sektierer gefunden, der da irgendwie gegen standhalten konnte. Also Hebräer 1 ist der Hammer. In Hebräer 1, Vers 3 steht: Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, die Rede ist von Jesus Christus, und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also alle Dinge, die existieren, trägt Jesus Christus durch das Wort seiner Macht. Und außerdem und noch viel zentraler: Er hat uns von unseren Sünden gereinigt, was sonst niemand gekonnt hätte. Das kann nur Gott. Das zeigt uns auch, wie verloren wir sind. Das zeigt uns auch, wie verdorben wir sind, dass es nur der Schöpfer selbst schaffen könnte, uns zu erlösen. Und er hat es getan, Gott sei Dank. Johannes 10, 17 bis 18 sagt Jesus: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Also haben nicht die Römer Jesus Christus getötet oder sonst irgendjemand, sondern Jesus Christus hat sein Leben selbst gegeben. Kein Mensch hätte ihn töten können. Allein schon, wenn wir in Johannes lesen, wie Jesus die Leute fragte: Wen sucht er? Und sie sagten: Ja, den Nazarener. Und dann sagt er: Ich bin's. Und alle sind auf den Boden gefallen. Das zeigt ja auch, dass er die ganze Zeit in Übermacht war. Und auch als er zu Petrus gesagt hat: Jetzt steck doch mal deinen Zahnstocher weg. Wenn ich wirklich kämpfen wollen würde, ich bräuchte doch nur den Vater um ein paar Legionen Engel bitten. Und im Alten Testament lesen wir, dass einer von den 185.000 Soldaten in einer Nacht getötet hat. Also Jesus Christus war die ganze Zeit im Regimente und niemand nimmt sein Leben, niemand hat sein Leben genommen. Er hat es freiwillig gegeben, sonst ständen wir auch dumm da. Und so sehr hat er uns geliebt und er hat es nicht nur gegeben, er hat auch die Vollmacht, es sich wieder zu nehmen. Er ist auch auferstanden nach 3 Tagen. Und das, was für uns Menschen nicht in den Kopf geht, dass ein Toter wieder lebendig wird, das hat Jesus Christus vollbracht. So, zum Heiligen Geist. Die bekannteste Stelle ist in Apostelgeschichte 5, 3 bis 4 zu lesen. Das von Ananias und Sapphira. In der Zeit, da hat die Gemeinde
richtig Vollgas gegeben. Da haben alle ihren Besitz verkauft und ihre Ländereien und Grundstücke und haben den Erlös der Grundstücke in die Gemeinde gebracht und so gemeinschaftlich gelebt und niemand hatte irgendwie was Eigenes, alles gehörte dem anderen auch. Und ja, Ananias und Sapphira haben sich gedacht, ja, das machen wir auch. Aber sie haben sich von dem Gesamtbetrag, den sie bekommen hatten für ihren Acker, davon haben sie was beiseite geschafft für sich selber, haben der Gemeinde später aber gesagt, dieser Restbetrag hier, das ist alles, was wir bekommen haben. Und das war ja eine Lüge. Und der Petrus sprach zu Ananias, der von Gott die Eingebung bekommen hatte, oh, der hat gerade gelogen. Petrus sprach zu Ananias, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Also das Problem war nicht, dass er irgendwie zu wenig gegeben hätte. Er hat auch alles behalten können, hätte er gewollt. Aber er hat Gott belogen und darin lag das Problem und daran ist er auch gestorben. Und hier lesen wir im ersten Satz in Vers 3, dass er den Heiligen Geist belogen hat. Und in Vers 4 lesen wir, dass der Heilige Geist Gott ist. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Hier sehen wir auch einen der stärksten Zitate, die zeigen, der Heilige Geist ist Gott. In 1. Korinther 3, Vers 16, da lesen wir, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und in 1. Korinther 6, 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Hier sehen wir also, Gott wohnt in uns und unser Leib ist der Tempel Gottes. Und Gott, der in uns wohnt, das ist der Heilige Geist. Rückbezogen, der Heilige Geist ist Gott. Genau, einige göttliche Eigenschaften und Vollkommenheiten des Heiligen Geistes gehen wir auch gerade durch. 1. Korinther 2, 10 bis 11. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Der Heilige Geist, der weiß alles, der kennt auch die Gedanken Gottes, der erforscht auch die Tiefen Gottes. Und dieser Heilige Geist, der weiß alles. Und diese Allwissenheit ist eine Eigenschaft Gottes und er ist Gott. In Hebräer 9, Vers 14 lesen wir, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Hier ist von dem ewigen Geist die Rede und der ewige Geist, der ist nicht geschaffen worden, der ewige Geist existiert. Wie wir das auch gelesen haben, in den Namen Ich Bin, der Ich Bin. Der ewige Geist ist ewig kein Geschöpf und was nicht geschaffen ist, Gott allein ist nicht geschaffen worden. In 1. Korinther 12, Vers 11 lesen wir noch, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Da geht es um die Geistesgaben, um die Ausstattung des Leibes Christi, um die Ausstattung der Gemeinde mit Geistesgaben. Und dieser Geist, der hat die Autorität, da jedem zuzuteilen, wie er es gerne möchte. Und wenn wir uns die Anatomie anschauen, da ist nicht irgendwie ein Finger in meiner Nase oder sonst irgendwelche Ungeordnetheiten. Alles an dem menschlichen Körper hat seinen Platz, wo es sein soll und nichts ist irgendwo am falschen Platz. Und alles hat einen herrlichen, herrlichen Grund, warum es so ist, warum die Lungen hier sind und nicht an meinen Ohren oder sonst wo. Und je mehr man sich mit der Anatomie des Menschen auseinandersetzt, desto mehr kommt man ins Staunen. Und irgendwann merkt man, es braucht mehr Glauben, Atheist zu sein und mehr Glauben zu denken, das sei aus Zufall entstanden,
als im Glauben anzunehmen, dass Gott ein Schöpfer ist und er das genial ausgetüftelt hat, wie wir Menschen geschaffen werden. Und so genial, wie Gott uns Menschen geschaffen hat, und wir sind nur Menschen, das ist unsere kleine Hülle, und das ist nur das Samenkorn, und es geht Gott ja um den verherrlichten Leib später. Trotzdem hat er sich Mühe gegeben für die 70, 80 Jahre, die wir hier auf der Erde wohnen. Wie viel mehr Mühe wird er sich wohl bei seiner Gemeinde geben? Wie viel mehr Mühe wird er sich geben, wenn er seine Gemeinde ausstattet? Und welch ein viel herrlicheres Werk ist die Schöpfung seiner Gemeinde als die Schöpfung eines Menschen? Und diese Schöpfung der Gemeinde, darüber hat der Heilige Geist die Autorität. Der teilt persönlich zu, wie er will. Einige göttliche Taten des Heiligen Geistes. In 2. Petrus 1,21 lesen wir, denn niemals wurde eine Weissagung durch den menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das Wort Gottes, was wir in den Händen halten dürfen, das ist vom Heiligen Geist eingegeben worden. In Römer 8, Vers 11 lesen wir, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also sein Geist macht uns lebendig. Uns, die wir tot waren, wir werden wieder lebendig durch den Heiligen Geist. In Hiob 33, 4 lesen wir auch, wie der Elihu sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Das heißt, der Heilige Geist war auch an der Schöpfung des Menschen beteiligt. Und wir sehen hier einen Zusammenhang. Nur der ist lebendig, der Gottes Geist in sich hat. Und als damals Adam und Eva gesündigt haben, an dem Tag selber, sagt Gott, werdet ihr sterben, und an dem Tag sind sie auch gestorben. Seit dem Zeitpunkt war die Verbindung zum Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist getrennt. Und natürlich waren sie ab dem Tag, wo sie gesündigt hatten, schon geistlich tot und nicht erst Jahrhunderte später, wo sie dann physisch gestorben sind. Und genauso werden wir wieder lebendig gemacht, wenn der Heilige Geist in uns einzieht. Und deswegen lesen wir auch in Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Genau. Jetzt gehe ich noch auf eine Stelle ein, wo wir sehen, dass es nicht ein Gott ist, der drei Masken trägt und sich irgendwie immer eine andere Maske anzieht, aber eigentlich eine Person ist, sondern dass es drei Personen sind, die sich gleichzeitig offenbaren uns gegenüber und gleichzeitig individuelle Dinge tun. In Matthäus 3, 16 bis 17 lesen wir von Jesu Taufe. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sehen hier alle drei gleichzeitig, den Vater, der vom Himmel spricht, der Heilige Geist, der auf Christus kommt, und Jesus Christus, der getauft wurde. Und hier sehen wir, wie Gott gleichzeitig drei Personen ist und aktiv ist. In vollkommener Einheit. Genau. Abschließend lesen wir noch in Johannes 14, 16 bis 18 und 23, welch eine tiefe Einheit da ist zwischen Vater und Sohn und Heiligen Geist. In Johannes 14, 16 bis 18 lesen wir, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Hier ist garantiert nicht von Mohammed die Rede. Hatten wir letztens auf der Straße gehört, dass der Beistand der Mohammed sein würde, aber wir lesen hier erstens in Vers 17, dass es der Geist Gottes ist. Zweitens lesen wir, dass er bei uns bleibt in Ewigkeit und nicht nach ein paar Jahren wieder stirbt. Und hier ist von Gottes Geist die Rede. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann.
denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Also erst spricht er, dass er den Beistand gibt, der Geist Gottes, dann sagt er, er selbst kommt zu uns. Und hier sehen wir, der Heilige Geist und Jesus Christus sind eins. Aber es wird noch besser. In Vers 23 lesen wir dann, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also sehen wir, der Vater und der Sohn kommt in uns und macht in uns Wohnung und das in Form des Heiligen Geistes. Diese drei sind eins. Genau. Achso, noch ein Vers. Matthäus 28, 18 bis 20, da lesen wir von dem Missionsbefehl. Und da sagte ja Jesus Christus, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Interessant ist hier jetzt der Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf den Namen. Es steht nicht auf die Namen, das ist Singular. Und hier sehen wir auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also diese drei haben einen Namen. Und alles andere wäre grammatikalisch nicht korrekt. Genau. Ja. Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Damit wollen die Zeugen Jehovas begründen, also alles, was wir nicht begreifen können, das kann auch nicht wahr sein. Deswegen kann das alles nicht stimmen. Aber hier ist von Erkennen die Rede und Erkennen bedeutet wirklich eine tiefe Beziehung zu Gott. Und Erkennen bedeutet nicht notgedrungen im Detail nachvollziehen können oder verstehen können, sondern erkennen heißt kennenlernen. Und ihn können wir kennenlernen. Und deswegen steht es als tatsächlich allerletzten Vers in Jesaja 55, 6 bis 9. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn allein schon seine Gedanken so viel höher sind, wie der Himmel höher ist als die Erde, wenn unsere Gedanken wie die Ameisen hier unten auf dem Boden rumkrebsen vor dem lebendigen Gott, dann brauchen wir uns nicht irgendwie Vorwürfe machen oder uns wundern, warum wir dann die Dreieinigkeit nicht verstehen oder warum wir nicht alles im Detail verstehen, was Gott macht. Aber im Zusammenhang damit steht direkt davor, wir sollen den Herrn suchen und wir sollen uns von ihm retten lassen. Und darin liegt die Kernbotschaft. Er ist der Retter. Und an ihn dürfen wir uns im Vertrauen wenden. Er ist zuverlässig, er ist vertrauenswürdig und bei ihm ist viel Vergebung. Und im direkten Zusammenhang steht, ihr braucht nicht alles verstehen, wir brauchen nicht alles im Detail verstehen, aber wir dürfen es glauben. Und das Glauben heißt nicht, ich glaube heute, morgen wird besseres Wetter als heute oder sonst irgendwas, so ein Larifari-Glauben, sondern es geht darum, dass wir einer Person vertrauen und dieser treuen Person, bei dem keine Veränderung ist, nicht der Schatten eines Wechsels, auf diese Person, den lebendigen Gott, den dreieinigen Gott, dürfen wir vertrauen. Genau. Der Herr Jesus Christus segne euch. Danke für eure Geduld. Amen. Amen.